Und betreibe das eigentlich seither mit viel Freude. Viel Freude in dieser Wirtschaft. Wir hatten jetzt wieder 6 Milchkühe, haben zwischendurch in meiner politischen Zeit, ich war 10 Jahre politisch tätig auch, in der einen Landesperiode unsere Kühe sozusagen die Kälber milken lassen. In der Landtagsperiode vorher haben wir jemanden angestellt gehabt, der nicht aus dem Landtagsgehalt natürlich zahlen konnte. Aber es ist eigentlich interessant, dass man mit 6 Kühen und einem großen Garten mittlerweile über eine weite Strecke ganz passabel leben kann. Ich habe mich in meinem Leben ja immer wieder so wirtschaftliche Fragen beschäftigt. Wir haben auf unserer Alpe, ich bin also diese Spur der Landwirtschaft und der Kosten in der Landwirtschaft, diese schon des Öfteren nachgestiegen, und vor zwei Wintern habe ich unser Altbuch ausgewertet. Das ist ein Buch, in dem seit 1906 die Altrechnungen auf unserer Gemeinschaftsalpe, also bis auf 10, 90 der Abrechnungen von 100 Jahren sind dort festgehalten, und da lässt sich sehr gut verfolgen, wie sich die Preise für landwirtschaftliche Produkte, aber auch die Kosten für die Bewirtschaftung der Alpe verändert haben. Wir haben ja da Zeitreihen gemacht und wir das angeschaut und dann auf dieser Basis sozusagen versucht herauszurechnen, wie viel Milch ein Bauer im Jahr 1913, im Jahr 1950, im Jahr 1980 und im Jahr 2005 schütten musste, um ein landwirtschaftliches Einkommen, ein landwirtschaftliches Einkommen zu erzielen. Landwirtschaftliches Einkommen heißt also Milchertrag, Rohertrag minus der Produktionskosten, ist landwirtschaftliches Einkommen, und auf der anderen Seite das Durchschnittseinkommen in Österreich. Die Geschichte ist, das Ergebnis ist nicht neu, aber es ist mir doch interessant. Es war so, dass wir im Jahr 1910 mit 9000 Liter Milch liefern ein Durchschnittseinkommen in der Wirtschaft haben. Im Jahr 1955 waren das etwa 10.000 Liter Milch, die man braucht, um ein durchschnittliches Einkommen zu erzielen. In den Folgejahrzehnten gab es dann schon Fördersysteme, und im Jahr 1985 waren wir jetzt wenn wir diese Fördersysteme mitberücksichtigen, bei 43.000 Liter. Im Jahr 2005 sind es 87.000 Liter. Interessant ist für mich vor allem auch der Wandel seit 1985. Noch einmal verdoppelt. Das haben wir ja, die meisten von uns haben das miterlebt. Und das verhält sich auch in der Realität, wenn ich die Entwicklung bei den Bauern anschaue, geht es ja nicht, ist ja in die Richtung gegangen. Vielleicht eine Zahl. 1955 waren es also 10.000 Liter für ein Durchschnittseinkommen. Wenn wir jetzt die Förderungen wegdenken, müssen wir heute 300.000 Liter liefern, um das gleiche Durchschnittseinkommen zu erzielen wie 1955. Also 30-fache. Die Zahl bestätigt sich endlich in den Zahlen von der Alpe. In denen könnte man, ein bisschen plus minus machen, aber das möchte ich nicht eingehen. Aber ich verfolge auch seit Jahren die Buchführungsergebnisse der Vorarlberger Landwirtschaftskammer. Und die veröffentlichen jährlich eine Broschüre, in der sie etwa 80 bis 100 Betriebe auswerten, in verschiedene Gruppen einteilen, also je nach Berger, Höfe, Kataster. Und da gibt es eben den Durchschnittsbetrieb in meiner Lage, der hat 22 Milchkühe, liefert 130.000 Liter Milch ab, hat sonst noch ein paar Betriebszweige mit kleinerer Bedeutung. Und in dem Betrieb bleiben
also von den Einnahmen aus Milchvieh und so weiter, abzüglich der Betriebskosten, 2000 Euro über im Jahr 2006. Er bekommt Zuschüsse von 34.000 Euro und hat damit ein landwirtschaftliches Einkommen von 36.000 Euro. Aber was interessant ist, eben aus dieser doch mit viel Arbeit und Einsatz verbundener Produktion von 130.000 Liter Milch Ablieferung bleiben glatte 2.000 Euro. Und nun gibt es eigentlich zwei grobe Ursachen für diese Entdeckung. Sie wollten in dieser Zeitrechnung nur einmal aufzeigen, dass es sich eigentlich, dass was im Tal stattfindet, ist ähnlich wie das, was sich, was dieser Betrachtung auf der Alte ereignet hat. Es gibt zwei Ursachen. Die eine Ursache, das erscheint die naheliegende, obwohl beim ersten Hinsehen ist, dass die landwirtschaftlichen Preise nicht so schnell gestiegen sind wie die Arbeitslöhne. Das ist natürlich der Fall. Wobei auch landwirtschaftliche Preise bei allen öffentlichen Einflüssen, die es gibt, natürlich auch doch Berührung mit der Marktsituation haben. Also wenn von einem Produkt viel da ist, ist ein Druck auf den Preis da. Aber das Zweite, und das scheint eigentlich der wichtige Faktor zu sein, das Zweite ist, dass die Kosten in der landwirtschaftlichen Produktion enorm gestiegen sind. Oder anders gesagt, wir haben begonnen, immer teurer und teurer und noch teurer zu produzieren. Wir arbeiten mit unglaublich hohen Betriebsmitteleinsätzen. Also von diesen 74.000 Euro Kosten im landwirtschaftlichen Betrieb, den ich vorher genannt habe, mit den 130.000 Liter, diesem landwirtschaftlichen Durchschnittsbetrieb, gehen 24.000 Euro im Jahr in Richtung Maschinen, also Abschreibung, Treibstoffe, Reparatur. 14.000 Euro in Richtung Futterzukauf. Gut, das ist eine fragwürdige Situation. Bei uns wird sehr viel Grünlandgebiet, es wird sehr viel Kraftfutter zugekauft, damit die Kühe ihre 6.000, 7.000, 10.000 Liter Milch geben. 9.000 Euro für Gebäude, die Abschreibung. 8.000 Euro für Schuld und Pachtzins. Das sind also die größten Positionen, die sich das zusammenbringen. Und das scheint mir eine ganz wichtige Sache. Also ich hab mir auch im Zusammenhang mit dieser Rechnung auf der Arbeit, da lasse ich mal mit der Rechnung, habe ich mir ausgerechnet, wie viel Milch müsste ein Bauer im Jahr 2005 schütten, wenn er seine Kosten auf 22%, habe ich einmal angenommen. Das ist eine Größe, wie sie eigentlich auf eine weite Strecke, wir hatten auf der Alp, vielleicht muss ich das dazu sagen, auf der Alp eigentlich in der ganzen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Kosten von 15-25% der Einnahmen. Mittlerweile sind wir bei der Alpe halt bei 80% der Einnahmen, die als Kosten braucht. Ähnliche Situation in der Landwirtschaft. Wie man dort ausgerechnet, also wenn ich ein Durchschnittseinkommen haben möchte, bei auf der Basis des Betriebs 87.000 Euro, 87.000 Liter Milch schütten müsste, und ich würde aber die Kosten auf 22% der Einnahmen reduzieren können, dann würden 38.000 Liter Milch reichen. Das ist im Jahr 2005. In unserem Anwesen sind die Kosten weniger als 22% der Einnahmen. Ich will damit nur zeigen, welche große Rolle diese Kosten spielen.